gehen wir. Bleiben hier, bis Wade was anderes sagt. Und keine Drogen. Nein, 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 nein. Mir gefällt das nicht. Draußen könnten die Cops warten. Hast du daran schon gedacht? Wir sollten von hier verschwinden. Jetzt gleich! Da draußen ist niemand. Das wüssten wir. Und zwar schon längst. Also entspann dich, okay? Und damit hallo und herzlich willkommen. Wir spielen wieder Hitman Absolution. Und ich habe tatsächlich vergessen, wo wir sind und was wir machen müssen. Moment. Kann ich das hier irgendwo, Moment, kann ich das hier irgendwo gucken? Wie ging das? Oh Gott, ich vergesse immer alles so schnell. So, nee, das ist nicht das, was ich will. Irgendwie habe ich da, oh Gott, ich vergesse immer alles so schnell, das ist so peinlich. So, der, okay, jetzt kommt der zurück. Lauf mal, nein, 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 wir gehen mal darüber. Ich weiß nämlich nicht, wo der hinläuft. Ich bin gerade Scheiße. Ah, so. Ich glaube, der hat mich gerade getötet. Okay, okay, okay. Moment, wir gucken noch mal ganz kurz hier. Ah, Mann, 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 ich sollte echt mal Steuerung. Vorwärts bewegen, das ist klar. Scroll mal runter, komisches Spiel hier. T ist auch klar. Laufen ist auch klar. Zielen, schießen, nachladen. Instinkt war Steuerung, okay. V ist die Kamera, C ist Schleichen. Ah, Feststelltaste oder mittlere Maustaste ist Wegstecken. Sehr gut, das muss ich mir mal merken. Okay, 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 okay. Okay, kriegen wir irgendwie hin. Egal. So, wir starten den Kontrollpunkt nochmal neu. Das war ja gerade überhaupt nichts. Ich glaube, wir sollten erstmal hinten den ausschalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich laufe aber nochmal hier rüber. Nicht, dass der mich sieht, wenn der gleich hierher kommt. Draußen könnten die Cops warten. Hast du daran schon gedacht? Wir sollten von hier verschwinden. Jetzt gleich! Da draußen ist niemand. Ja, es ist besser für euch, wenn ihr verschwindet. Also entspann dich. Na, ja, ich sorge gleich dafür, dass ihr euch entspannt. So, jetzt können wir, glaube ich, langsam hier rüber. Wir töten keinen. Muss ja nicht. Muss ja hier nicht sein, ne? Den brauchen wir ja nicht. So, wenn ich jetzt hier mittlere Maustaste drücke, dann wird die weggesteckt. Super, genau das wollte ich eigentlich. Und dann können wir uns auch um den kümmern. Da müsste ich nur mal gucken, wo kann man den... Kann man die hier irgendwo... Na komm schon. So, wir verkleiden uns natürlich. Aber können wir hier irgendwo Leute verstecken? Die haben die gleichen Klamotten, oder? Ja, sie, ja, ja, das sind so ziemlich, ja, das sind, glaube ich, die gleichen Klamotten. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Das sieht so ein bisschen aus hier wie bei The Evil Within, muss ich sagen, wenn ich mir das gerade so angucke. Erinnert mich doch sehr daran. Kann ich hier mit? Hallo, guck mal, da ist irgendwas. Sprengstoff. Gefährlich. Explosion. Ich dachte. Stimmt ja. Wir können ja ganz normal an denen vorbeilaufen. Wir sind ja jetzt einer von denen. Die dürften uns ja jetzt eigentlich nicht mehr erkennen. Aber wo muss ich denn? Ich habe nur gerade keinen Plan, wo ich... Ich kenne den Kerl. Nein. Nur seinen Namen nicht ein. Nein, 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 du kennst mich nicht. Ich lass ihn lieber in Ruhe. Hey, hey, du! Moment mal! Was wollte ich noch sagen? Ach ja, Picknick, das war... Was?
Hat er gerade gesagt, fick dich? Ich glaube, der hat eine kleine Lektion verdient, aber... Ich glaube, es ist besser... Also, Ich glaube, der hat... Eigentlich sollten wir den lassen. Hä? Da sind sie ja. Ich hab sie schon erwartet. Wo war denn hier? Wait, eliminieren. Wo ist denn der hin? Irgendwo da hinten. Hä? Das heißt, der hat uns gerade... Wie komme ich denn von dem Ding weg? Die nehmen wir natürlich auch mit. Dann haben wir nämlich nochmal dann... Zwei Pistolen. Hier war dann noch irgendwas, oder? Hier war doch... Ja, okay. Und jetzt können wir hier wahrscheinlich rein, oder? Oh Gott, ist das eng. Naja, das wollen wir mal sehen, ob Wade das schafft, uns hier zu entwischen. Ich glaub's noch nicht. Hallo? Warum? Irgendwas passt hier. Hier, okay. Da war irgendwie eine unsichtbare Wand. Wade jetzt tot? Wade eliminiert! All bark and no bite. Oh, sehr gut. Das ging ja... Oh, das war ja easy. Hör auf zu zappeln, du Schlampe! Yo, Wade! Wer ist jetzt der Schlampschwanz, du Arschloch? Wenn du mich verarschst, mach ich dich fertig! Ich hoffe, du verreckst und das schön lange dauert, du blöder Wichser! Du mit der Glatze! Rühr dich nicht vom Fleck, sonst hast du deinem Hirn bald eine Kugel. Ja, glaub mir, Wade. Das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt. Mach das ja nie wieder. Ah, ein Hinweis. South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Dafür, dass der aber eben... Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Das passiert, wenn man überheblich ist, würde ich sagen. Allerdings muss ich sagen, dafür, dass der das Feuer aus dem Ofen abgekriegt hat, sah der noch eigentlich ganz gut aus, oder? So. Instinktiver Schuss 2 freigeschaltet, okay. Und das war's. Oh. Das sind viele Punkte, glaube ich. Das waren... Hatte... Ich habe es ja gesehen, der Peacemaker, der hatte aber nur irgendwie wie viel? 90.000 oder so? Dann war das ja richtig gut. So, ich hoffe übrigens die ganze Zeit, ihr hört den Ventilator nicht, der läuft hinter mir. Aber es ist so schweinewarm, dass ich echt hier nicht... Oder momentan nicht ohne sitzen kann. Also ich hoffe einfach, man hört ihn nicht im Mikrofon. Aber wir haben draußen wieder 36 Grad und da ist, so gerne ich auch zocke, da ist Aufnehmen immer so ein bisschen undankbar, muss ich ja sagen. Aber ich muss ja. Es muss ja sein. Es muss ja weitergehen mit Hitman. Von daher... muss ich mich, glaube ich, einfach für euch dann mal opfern. Warten Sie. Selbst die sieben.
Mount Rushmore. Sieh, Melina. Ja, ja, du bist so schön. Na, der berüchtigte Birdie. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe habe. Ach, der Widerling, den hatte ich schon total vergessen. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass Sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Habe ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen nicht ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut, Mann. Ach, wirklich. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Birdie, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe dieses Hirn. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt, er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay, okay, okay. Die alte ist so eine... Agency. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja! Lass ihn los. Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Die finden sie, wenn sie sie verarschen. Aber wenn ich ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's. Jetzt verschwinden Sie, Birdie. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. Bin ich eigentlich der Einzige, der meint, dass der Große viel zu groß ist und so gar nicht... Naja, ist ja nur ein Computerspiel. Ich habe eine Überraschung für dich. Überraschung? Ich habe gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Oh oh, das hört sich nicht gut an. So fasziniert. Ich finde diese Filme zwischendrin so total, also diese Zwischensequenz total cool. Auch wenn gerade eigentlich überhaupt nichts geredet wird, aber... Welcome to Hope, South Dakota. Das sieht ziemlich aus wie eine verschlafene Kleinstadt. Great Balls of Fire. Ich bin gespannt. Part 2. Welcome to Hope. So, also willkommen in Hope. Die Frage ist... Ja. Und jetzt... Oh, geile Musik. Kann ich hier tanzen? Zum Barmann gelangen. Hey, hey, du, Moment mal. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, das war's. Alter! Wo ist denn hier der Barmann? Also, wo ist denn hier die Bar, besser gesagt? Hey, du! Ja, wo ist denn hier die Bar? Ich will doch nur was von der Bar. Ich will aber hier was trinken, Junge. Hey, Kleiner. Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, nee, ist alles okay. Warte nur auf meinen Partner. Das hier sieht aber auf jeden Fall nach einem ganz guten Plan aus. So, wir gucken mal. Was haben wir denn da?
Bier. Ja, da, ja, das könnte sein, dass wir da zum Barmann kommen. Guck mal, was haben wir denn hier? Ein Beweis. Den nehmen wir erstmal mit, würde ich sagen. So, ist hier noch irgendwas in dem Raum? Ich glaube... Ah, guck mal, da ist eine Waffe. Die können wir auf jeden Fall mal einpacken. Aber sonst haben wir hier nichts, oder? Nee. Ich glaube, ich sollte hier ganz unauffällig durch, oder? Ah, okay, ich muss aufpassen. Ich weiß gar nicht, mit wem der redet. Oh. Ich glaube, das... Ich glaube, das war jetzt keine so gute Idee. Oh. Hallo, Sheriff. Ich will nicht schießen. Also geht mir besser aus dem Weg. Komisch. Scheiße, ich glaube, das probieren wir einfach nochmal. Scheiße. Das war irgendwie so gar nichts. Wir müssen irgendwie... Ja, okay, das war... Ja, na gut, na gut, na gut. Also... Wir brauchen irgendwie von so einem Typen die Klamotten. Oder vielleicht von dem. Von so einem Polizisten? Das ist doch bestimmt ganz gut. Da kommen wir doch bestimmt da durch. Den müssen wir jetzt nur irgendwie dann... Können wir den hier irgendwo verstecken? Achso, da, okay. Kann ich den hier irgendwo reintun? Hier so ins Klo oder so? Geht das? Kann ich den hier irgendwie am Klo verstecken? Kann ich den hier noch so ein Stück irgendwie reinbuxieren, dass der vielleicht doch ganz hier reinpasst? Den Schläger nehme ich auch mal mit. Den kann man ja immer mal gebrauchen. Was ist denn das für ein Hebel? Warum hast du die Musik ausgemacht? Wer ist denn das? Biker Schwuchtel. Wer ist hier eine Schwuchtel? Oh oh. So, ich glaube, wir können die Gunst der Stunde nutzen. Wir sind ja jetzt eher als Polizist verkleidet. Und dann können wir uns hier einfach durchschleichen. Dann dürften wir hoffentlich auch hier drüben rauskommen dürfen. Also so, wenn man das so formulieren darf. Den Beweis nehmen wir mit. Die Waffe nehmen wir auch mit. Stecken wir jetzt natürlich weg. Ach, jetzt habe ich natürlich einen Revolver statt... Naja, egal. Bitte was? Oh Gott, die sind hier gerade alle am... Oh, das war... Uah, der ging voll daneben. So. Komm, 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 jetzt aber. Ah, daneben. Nein. So, oh Gott.
So. Das Gute ist, wir kommen jetzt halt hier tatsächlich einfach durch. Und Freunde, wir werden jetzt natürlich gleich mit dem Barmann reden, aber ihr seht das erst in der nächsten Folge von Hitman Absolution. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ciao.